So, jetzt sind wir im großen Dorf, sogenannte Rolos-Dorf. Und wir sind auf der Brücke von den einheimischen Leuten. Aber die Brücke ist ein bisschen kaputt und wird in Regenzeit wieder neu ausbauen. Großen Dorf und am Sedunitzab angekommen und dieser Ort heißt Kampung Block. Wir werden gleich mit dem Boot zum den Dorf fahren. Das macht noch viel interessant.
jetzt sind wir eben jetzt sind wir am See Donitsa und der dritte See von Südasien. Und dieser See im Moment hat insgesamt Länge von über 162 und 62 Kilometer breit. So, der See Donitsa im Moment hat zu wenig Wasser und hat auch wenig Fische und Schlangen, wegen die meisten Fische von den Kambodschanischen nach Ausländern exportiert, also zum Beispiel nach Vietnam oder nach China. Und die Schlangen gibt auch weniger, weil wegen des See so wenig Wasser und dann die Schlangen sind ja so immer weniger, weil nicht genug Platz um zu laichen und so weiter. Und der See Donitsa ist ein wichtiger See von Kambodscha und hat die Menschen hauptsächlich 80% von den Landwirtschaften leben. Das heißt, rund um den See Donitsa gibt es so fünf Provinzen. Ja, und die meisten fünf Provinzen von der, oder die Menschen von der fünf Provinzen, die meisten leben von den, also wie gesagt, Fische fangen und der Landwirtschaft. Krokodile habt ihr ja auch nochmal gesehen. Krokodile haben wir auch, ne? Und es gibt in der meisten Krokodilfarm und gibt weniger freie Krokodile. Ja. Und die meisten freien Krokodile in, leben in Zuchtgebiet, sagt man Schutzgebiet. So in Freetal oder am Mekong-Fluss. Ja. Thank you.
สบายสบายสบายครับพี่ครับพี่พร้อมไหมครับพี่